Herzlich willkommen zurück bei Let's Play SimCity. Dem neuen SimCity. SimCity 5. Mit der aktuellen Version 1.7. Was ist neu seit dem letzten Mal? Letztes Mal war die Version 1.6. Da kamen verschiedene Dinge dazu. Ich weiß es gar nicht mehr. Diesmal ist Update 1.7. Da kam jetzt etwas Neues hinzu. Und zwar, dass man ab jetzt Straßen anheben und absenken kann. Also da kann ich mir mal demonstrieren, wenn ich eine Straße verlege. Kann ich jetzt mit M die ein bisschen höher machen. Sieht jetzt scheiße aus. Aber ja, wäre dann so, ne? Noch höher? Geht nicht. Okay. Oder man kann es absenken. So zum Beispiel. Und dann gibt es einen Tunnel, ne? Geht bis zu einem gewissen Winkel und dann ist wieder Schluss. Jo, das ist die Hauptneuheit von 1.7. Dann gab es hier als Überraschung auch noch für die Spieler, die hier Geduld haben und noch immer dieses scheiß Game spielen. Nein, Scherz. Die noch immer dieses Spiel spielen, gab es hier wieder neue Gebäude, so Andachtstempel, was weiß ich. Können wir mal einen aufstellen. Sind ja sogar gratis, sehe ich gerade. Aha, sie sind sogar gratis. Aber was bringt denn der? Bringt der irgendwas? Bringt der Leute oder Menschen? Bin gerade durchlesen. Du solltest keine Kirche planieren. Oh, das können wir mal ausprobieren. Was passiert, wenn man eine Kirche planiert? Vorsicht, du solltest keine Kirche planieren. Okay, was steht da? Fordere das Schicksal nicht heraus, indem du die Moschee planierst. Ja. Oh, was steht hier? Es wäre unklug, einen modernen Tempel zu planieren. Wieso denn das? Und was hier? Du solltest den Tempel jedoch nicht planieren, sonst ziehst du dir den Unmut der Sims zu. Da steht jetzt was von Unmut der Sims. Und hier habe ich schon Angst, dass irgendwas passiert, irgendeine Katastrophe oder... Es wäre mal wert, das auszuprobieren, aber im Moment brauchen wir weder eine Kirche noch eine Moschee, ne? Zuerst muss mal unsere Stadt wachsen. Das letzte Mal haben wir hier mal ein Kohlekraftwerk sowie hier auf der anderen Seite der Stadt ein Erzbergwerk erbaut. Und als nächstes wäre dann in Planung natürlich die schöne Schmelzhütte hier. Wir brauchen eine Schmelzofenabteilung der Metallzentrale. Das heißt, wir brauchen zuerst eine Metallzentrale und die erhalten wir, wenn wir am Tag 96 Tonnen Kohle oder Rohrz gewonnen haben. Bisher 50. Also wir sind schon nahe dran. Mal sehen, wie viel denn 26 am Tag. Aha. Plus das hier gibt dann wohl 50. Jo, 51 im Moment. Umso besser. Gut, können wir dann noch ausbauen eigentlich. Im Moment verkaufen wir das Ganze ja nur hier im Lager. Weltmarktlieferung. Ja, Export, ne? Machen wir ein bisschen Geld damit, im Moment das Eisen und die Kohle zu exportieren. Wobei, die Kohle brauchen wir wahrscheinlich schon bald wieder für unseren Strom. Im Moment sieht es noch gut aus, aber wir wissen ja, hier haben irgendwann keine Turbinen mehr Platz und dann sollten wir uns ein Kohlekraftwerk bauen. Mal sehen, ob der Wind immer noch in die richtige Richtung weht. Kann übrigens mal vorkommen, dass der Wind sich während dem Spiel mal dreht. Sehr ungünstig, aber kann leider passieren. Jo, dann entschuldige mich, dass ich ein bisschen erkältet bin. Oder ich weiß nicht, es ist eigentlich zu heiß und zu erkältet zu sein. Ich weiß nicht, ob der Heuschnupfen zurückkommt. Ich weiß nicht. Jo, auf alle Fälle ein bisschen die Nase verstopfen. So, ne? Dann, damit es hier ein bisschen grüner wird, wollte ich hier mal was schauen. Und zwar bei der Natur. Das hier. Da, Waldpflanzen. Ich kann hier einen Wald pflanzen. Dann wird doch alles schon viel grüner und die Leute, die haben auch, sind schon viel zufriedener. So. Jo, ich denke, das reicht mal. Und dann kann man irgendwie dann schauen, wie grün das Ganze schon ist irgendwo. Hier. Ja. Geht ja übrigens auch in Parks, ne? Wollte ich jetzt mal ausprobieren. So. Jetzt haben wir ein bisschen. Jetzt ist das Ganze ein bisschen grüner, ne? Jetzt haben die Grünen ein bisschen mehr Freude. Was ist das hier? Raschender Baum für Straßen.
Rand, aha. Und das, schattiger Baum für den Straßenrand. Und das, ein wiegender Baum für den Straßenrand. Wie sieht das denn aus? Habe ich ja noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht und gesehen, da steht übrigens hier schon einer. Warte, ich mache jetzt den mal. Ich mach den mal hier vor das Gebäude hin hier. Ach so. Gut, ja. Hier haben wir übrigens schon eine schöne Straße mit, Dingens. Gewerbequitten. Gut. Dann hoffe ich, dass, die Leute bald ein bisschen, ein bisschen aufsteigen hier, dass die Gebäude ein bisschen höher werden. Parks haben wir hier zum Teil. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Häuser. Sehen wir hier übrigens, das steht hier auch. Nicht genug herstellen von Frachten. Die Gewerbegebiete bekommen nicht ausreichend Frachten. Weisen Sie mehr Industriegebiet aus? Ja, geht's noch. Ich möchte eigentlich keine schmutzige Industriestadt bauen hier. Aber wenn es sein muss, machen wir hier doch noch am besten. Das ist mir übrigens aufgefallen im letzten, als ich mir selbst zugeschaut habe, wie sollten wir noch eine Straße irgendwie darüber bauen, denn sonst haben wir irgendwann, also haben wir jetzt schon übrigens hier ein Verkehrs, sieht ganz gut aus, ein Verkehrschaos. So, das erleichtert schon den Verkehr. Sonst sind die Straßen nirgends überlastet, so, ne, läuft alles rund. Das ist gut so, dann weiter, eben wie gesagt, Industriegebäude, Gebiete. Machen wir am besten, komm, wir machen gleich die großen Straßen, die muss ich dann sowieso upgraden. Kann ich gleich die großen machen. So. Könnte ich eigentlich gleich upgraden hier. Zack, mit hoher Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte, da auch hohe Dichte, hohe Dichte. Nochmal sage ich es jetzt nicht. Hohe Dichte. So, hier noch hohe Dichte und da noch hohe Dichte. Ja, was haben wir denn so Aktuelles übrigens? Ganz aktuell, Microsoft hat Nokia gekauft. Tut mir richtig leid, Nokia. Sie waren mal so erfolgreich. Der erfolgreichste Handyhersteller waren sie einmal. Ja, waren einmal. Betont auf waren einmal. Doch als dann die Smartphones kamen, wie iPhone zum Beispiel, als das erste iPhone kam, kamen die einfach nicht mehr hinten ran. Sie hatten keine Chance mehr hier mitzuhalten, hat man gemerkt. Sie haben es versucht mit Lumia etc., mit ich hier gar nicht mehr in die Runde werfen. Sie haben es versucht, sind gescheitert. Naja, was soll's. Jetzt haben sie verkauft an Microsoft. Jetzt kann Microsoft Nokia sowieso das Betriebssystem Windows natürlich einbetten. Jo. Oh, jetzt habe ich gerade eine Dingensmeldung erhalten. Ist niemand online, okay. Gut, ja. Microsoft, ob das was bringt, weiß ich nicht. Lassen wir uns überraschen, ob da jetzt was Großes passiert. Ich bin eher, muss ich zugeben, ich bin der Apple-Typ. Ich habe ein iPhone, also was das Handy angeht, sonst nicht. PC und so. Normal Windows, aber ein iPhone. Und ich werde mir auch das neue zulegen. Denn mein iPhone 4S ist jetzt doch wieder 2 Jahre alt. Gut, am besten machen wir die Straßen hier auch noch gleich. Was ist denn das? Kommt da große Gebäude? Sieht gut aus. Können wir hier gleich mal eine hohe Dichte, dann sehen, was hier passiert. Die Kurve hier, die auch noch gleich. Zack. Wow, das sind ja Riesengebäude. Aha, das sind 3. Ich dachte, das ist ein Riesenkomplex. Das wäre ja zu krass gewesen. Dann, was haben wir noch? Zum Beispiel, ich bin ja aus der Schweiz. Viele Leute, die aus der Schweiz kommen. Vom 6. bis 12. Oktober ist in Bern die
sozusagen die Gamescom der Schweiz, die E-Games, die größte Game-Messe der Schweiz. Nicht zu vergleichen mit den mit der Gamescom, natürlich niemals so groß und ja, kommen niemals so viele Besucher. Aber es ist halt doch eine Game-Messe der Schweiz. Ich werde auch mal da sein, ich denke samstags. Jo, an den E-Games. Wenn ihr die E-Games nicht findet im Internet, dann schaut unter Swisstoy. Das ist eine Spielemesse. Die E-Games haben da einfach eine eigene Halle. Da werde ich mir mal PlayStation 4 anzocken, natürlich. Vielleicht gibt es den neuen 2DS Nintendo zu sehen, der jetzt erst gerade rausgekommen ist, also präsentiert worden ist, weiß ich zwar nicht, denn an der Gamescom war der, glaube ich, gar nicht. Und ich werde natürlich, ja, nee, GTA 5 wird eh nicht da sein, denke ich. Aber Need for Speed Rivals ist ganz bestimmt dort, werde ich anzocken, werde ich mir vielleicht auch zulegen, werde ich eventuell auch ab und zu mal eine Folge hochladen, mal sehen. Need for Speed Most Wanted wollte ich ja eigentlich auch, habe ich jetzt nur mal ab und zu so eine kleine Folge gemacht, so abwechslungsweise, so einfach ein paar Rennen, weil richtig Let's Playen kann man Need for Speed einfach nicht, dass das geht nicht so gut. Jo, also wie gesagt, für die, die Interesse haben, in der Schweiz, in Bern, 6. bis 12. Oktober, die E-Games. Ja. Gut, wie soll ich das hier hinmachen? So, jo. Noch eine Brücke mehr, was soll's. Dann hier auch. Übrigens, auf Facebook habe ich letztens auch mal wieder mein erstes Let's Play gepostet. Das war eine Minecraft-Folge. Ist krass, wie sich das alles ein bisschen verändert hat. Wie sich meine Stimme verändert hat, wie sich die Qualität vor allem der Videos verändert hat. Ich meine, ich weiß noch, früher musste ich noch mit verschiedenen Programmen arbeiten. Damals, das Fabsas, das ich damals hatte, konnte nur konnte nicht Ingame-Sound und Mikrofon aufnehmen, nur eins von beiden. Da musste ich mein Mikro noch mit einem anderen Programm aufnehmen, was dann ziemlich ätzend war, um das Ganze dann zusammenzuschneiden. Doch jetzt geht alles locker und einfach. Jo. Und auch die Stimme, wie sich die verändert hat. Wie sich die Abonnenten verändert haben. Wie sich die Spiele verändert haben. Was ich ja jetzt für Spiele spiele. Hoppla, jetzt habe ich gerade die teuerste Brücke genommen. Ah, ne. Ach ja, das wollte ich auch mal schauen hier. Tunnels. Gibt es ja hier ein teures Tunnel. Hohe Dichte. Niedrige Dichte. Bams. Ja, hat sich jetzt extrem viel dran geändert, muss ich sagen. Gar nichts hat sich dran geändert. Naja. Naja, egal. Jo. Die Straßen müssen wir nicht unbedingt upgraden hier nach unten. Da unten ist ja noch nichts. Soll aber was kommen, was Handel zum Beispiel angeht. Ich möchte hier einen Hafen haben, damit wir mit Michi da drüben handeln können. Wenn ich denn da jetzt umscrollen, umher dingseln kann, geht wohl nicht so gut. Irgendwo da hinten ist die Stadt. Ja, da ist sie, die Stadt von Michi. Oh, bin ich übrigens auch schon lange mehr nicht mehr da gewesen. Ich denke, er hat weitergemacht, währenddem ich nicht weiter gemacht habe. Wahrscheinlich ist sie extrem weit und seine Stadt ist so weit fertig und trulala. Und ich bin noch immer hier in Anfangsstatus. Sozusagen. Naja, schauen wir mal vorbei. Beachtet den Titel nicht. Bin ich ja mal gespannt. Ich habe ihm gesagt, er soll dieses Mal nur eine Stadt bauen, denn die andere Welt ist völlig von ihm belagert. Von mir aus kann er noch eine zweite bauen, wenn er mal wieder gleichzeitig aufnehmen möchte, wie ich in der Folge mit dabei sein will. Dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn er auch wieder spielt und nicht auf dieser Stadt, denn die wird ja wohl schon fertig sein, so wie es aussieht. Der hat ja schön was hochgebaut hier. Apropos hochgebaut, wächst noch immer alles hier. Schön zu sehen hier. Oh, er hat schulisch was gemacht. Die Schule vergesse ich meistens. Prozessorenfabrik, eieiei.
Er hat Prozessoren. Er hat sich also jetzt mit den Prozessoren abgefunden. Das wollte ich auch unbedingt mal machen. Weil die geben echt viel Geld. Da ist doch eine Kiste brutal. Ach so, Plastik. Und Plastik macht er natürlich mit Öl. Haben wir hier Öl. Und Legierung hat er auch noch, oder wie? Oder kann er hier recyceln? Seht ihr irgendwann recyceln? Das ist Ölkraftwerk. Was haben wir hier? Ach so. Jo, nicht schlecht, diese Stadt. Eine hochmoderne Industriestadt. Cool. Sind wir mal hier. Transaktion des Monats 151.000. Ja. Dafür hat er kein Finanzgebäude. Zu viel Verbrechen. Okay. Was hat er hier? Das Empire State Building. Ah nein, das Wirtschaftszentrum. Krass, wie groß das Gebäude geworden ist. Ist ja fast so groß wie das Empire State Building. Krass. Und Handelszentrale. Cool. Gut. Gehen wir wieder zu uns. Zurück nach Hause. Zur Passstraße. Und bauen hier bei uns mal ein bisschen weiter. Wir wollen auch ein bisschen weiterkommen. Die letzte Stadt wissen wir ja. Kam nicht so weit, da SimCity damals nicht so toll war und immer wieder irgendwelche Probleme vorgewiesen hat und uns dann einen kleinen Streich mit der Stadt gespielt hat, als wir da plötzlich wieder, als da das Spiel abstürzte und nichts gespeichert war.